Hallo liebe Zuschauer, Freunde, Fans und Unterstützer des VT 1816. Herzlich willkommen zur April-Ausgabe von Ein Zug für Mitteldeutschland. Und diese Themen haben wir für euch vorbereitet. Ein Zug erwacht, die große Verlosung der 25 Fahrkarten und ein Bolzen wird gedreht. Bevor wir mit unserem SVT in die neue Saison starten konnten, müssen wir natürlich den Zug erstmal standesgemäß aus dem Winterschlaf holen. Das geschah am 14.03.2020 in unserer Halle in Dresden. Am 14. März konnten wir diverse Gäste in unserer Halle zum Frühlingserwachen unseres SVT in Dresden begrüßen. Einige ließen sich das ein oder andere am SVT erklären, andere bestaunten unsere Souvenirs wie Werbeschilder oder Tassen. Andere wiederum schauten schon mal, wo die nächste Reise hingeht. Ebenfalls fand zum Frühlingserwachen die Verlosung der 25 Fahrkarten aus unserer Crowdfunding-Aktion statt. Dazu aber gleich mehr. Nicht nur das Team von MDR um 4 war an diesem Tag zu Gast, sondern auch das Team von Auf schmaler Spur, wo am 1.5.2020 ein Beitrag über den SVT ausgestrahlt wird. Und zu guter Letzt gab es noch einen Kuchen. Njam njam, der war verdammt lecker. Noch ein kleiner Hinweis. Die Aufnahmen, die Sie gerade gesehen haben, sind vor den Ausgangsbeschränkungen aufgenommen worden. Wie eben gerade im Beitrag schon erwähnt und auch gesehen, war nicht nur das große Frühlingserwachen Thema, sondern auch in dem großen Frühlingserwachen gab es noch die Auslosung der 25 Fahrkarten für die erste Fahrt. Für alle Gewinner einer Fahrkarte haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Fahrkarte in ein kleines Zuglaufschild gegossen. Das ist also dann gleichzeitig die Fahrkarte. Man kann sie dann nicht mehr lochen, sie hat schon 6 Löcher. Die drei Glücksbringer sind Frau Friederike Vialon-Rüdig von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Jahr der Industriekultur 2020, Herr Prof. Dr. Löffler von der TU Dresden und der Herr Dr. Henkel von Landeseisenbahnaufsicht Sachsen. Und für alle die, die mehr als 555,50 Euro gespendet haben, gab es noch eine ganz besondere Überraschung. Zweimal 55 Euro gespendet haben, sondern doch ein bisschen mehr. Also wir haben gesagt, für alle, die den zehnfachen Betrag, also wir reden hier über 555,50 Euro, die letzte Null gibt es nicht, die bekommen auch eine dieser Dankeschön-Karten. Und da haben wir herausgefunden, die Familie Haufe, da bitte ich mal einen Vertreter, damit wir auch mal eins übergeben können. So kommt man auch zu seiner Karte, ne? Vielen Dank und nochmal ein herzliches Dank an alle, die sich an der Aktion beteiligt haben. Und hier nochmal alle Gewinner. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
Nachdem die 25 Gewinner ausgelost wurden, traten leider die Ausgangsbeschränkungen in Kraft, sodass wir aktuell nicht am Zug arbeiten können. Allerdings, die Aufarbeitung des Zuges geht trotzdem weiter, und zwar in Homeoffice. Und da haben wir hier mal ein kurzes Beispiel. Unser Robert, das ist nur mal als Beispiel, unser Robert hat hier die Bolzen gedreht. Das sind die Halterungsbolzen für die Halterung der Bremssattel. Also was ganz wichtig ist für die Bremse, denn wir wollen ja den Zug so schnell wie es geht wieder zumindest lauffähig bekommen, dass wir, wenn wir ihn mal irgendwo hinziehen oder hinschleppen müssen, sollten, dürfen, können, wie auch immer, dass wir keine Bremswagen mehr brauchen und dass der Zug dann die Lauffähigkeit wieder erlangt. Die Bolzen sind jetzt fertiggestellt. Wir sind auch am Ende mit der April-Ausgabe von Ein Zug für Mitteldeutschland. Vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinschauen. Eine kleine Bitte haben wir noch. Bleiben Sie bitte gesund und bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.